Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Führungskräften, die sich etwas vornehmen und durchziehen, und Führungskräften, die sich etwas vornehmen und dann leider nicht durchziehen? Beides gibt's, und vielleicht kennst du das sogar von dir selbst, dass du dir mal gedacht hast, hey, im nächsten Jahr, im nächsten Quartal nehme ich mir vor, nächste Woche, vielleicht sogar nächsten Montag, nimmst du dir was ganz Bestimmtes vor, weil du weißt, dass es sinnvoll ist, und dann hast du es wieder nicht gemacht. Warum ist das so, und wie kann man von ich nehme mir was vor und ziehe es nicht durch zu demjenigen werden, der tatsächlich die Dinge durchzieht? Genau darum soll es heute gehen. Hi, mein Name ist Laura Klimetzki, schön, dass du wieder dabei bist. Neulich saß ich mit Führungskräften virtuell zusammen, die mich vor ein paar Wochen, fast schon 2 Monaten mal gesehen haben, wo wir einfach mal ein Follow-up gemacht haben, weil ich wissen wollte, hey, von dem, was ihr gelernt habt, von dem, was ihr mitgenommen habt, was davon habt ihr tatsächlich umgesetzt? Denn eine Sache, die typisch ist für mich, wenn ich dann doch mal ein Seminar oder einen Workshop oder einen Vortrag vor Ort halte, schaffe ich ein bisschen Verbindlichkeit, ja? Ich brauche etwas, was nachhaltig hängen bleibt. Und da ich ja, wie du vielleicht schon weißt, kein sehr großer Fan von einfach nur 1, 2, 3 Tagen Workshop bin, weil das meiner Meinung nach eben sehr wenig bis gar nicht nachhaltig ist, versuche ich zumindest so einen kleinen Push zu geben und zu sagen, hey Leute, egal was ihr jetzt irgendwie rausnimmt, aber nehmt euch doch mal genau eine Sache raus aus dem, was ihr gelernt habt, aus dem, was ich vorgetragen habe, und überlegt euch, hey, was ist die eine Sache, die ich jetzt nehme, mitnehme und umsetze? Und spannenderweise gucken wir uns dann an, okay, wie schaut's aus? Wer von den Leuten hat dann tatsächlich umgesetzt? Wer hat nur gesagt, dass er sich was vornimmt, hat es dann aber quasi vergessen, hier rein, da raus? Und wer von den Leuten hat sogar erfolgreich was umgesetzt? Und hier wird's spannend, denn hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Die meisten Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, würde sagen 80%, die haben etwas verstanden, die nehmen sich etwas vor und die haben das auch erfolgreich implementiert. Und das ist mega. Dann gibt es so 10 bis 20% von den Leuten, die haben sich zwar was vorgenommen, die haben auch was mitgenommen, aber die sind nicht so richtig in die Umsetzung gekommen. Das heißt, irgendwas hat da nicht gepasst. Und jetzt habe ich neulich eben mit dieser ganzen Gruppe von Führungskräften gesprochen und habe versucht herauszufinden, okay, was unterscheidet euch? Also warum setzen ein paar Prozent nicht gescheit um, während der Großteil es schafft, sich was vorzunehmen und umzusetzen? Und dabei habe ich folgende Beobachtung gemacht. Die Leute, die was umgesetzt bekommen haben, also die die PS auf die Straße bekommen haben, die wirklich auch einen ersten Effekt gespürt haben, haben sich innerhalb von kürzester Zeit, nachdem sie den Tipp von mir bekommen haben, was auch immer der Tipp ist, hingesetzt und sich dafür ein Zeitfenster geblockt. Was auch immer das ist. Das heißt, angenommen, du lernst von mir, hey, es wäre ganz cool, wenn du dich zum Beispiel damit beschäftigst, wie du besser präsentieren kannst. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Der eine sagt, ja, stimmt, wäre ganz geil, wenn ich besser präsentieren lerne. Und der andere setzt sich innerhalb von kürzester Zeit hin, recherchiert einen Kurs, wo er das machen kann, und bucht diesen auch verbindlich. Also auch ohne den zurückgeben zu können, ohne zu sagen, ja, okay, dann kann ich das nochmal vor mich herschieben, sondern der schafft Commitment für sich selbst. Und es gibt genügend Studien, die sich angeguckt haben, welche Menschen ziehen quasi ihre Vorsätze generell durch. Und einer der wichtigsten und coolsten Tipps, die ich dir hier an dieser Stelle mitgeben kann, ganz egal, was du dir vornimmst, ja, das kann im privaten Bereich sein, das kann im gesundheitlichen Bereich sein, das kann karrieretechnisch etwas sein. Wenn du etwas dir vornimmst und du willst es tatsächlich durchziehen, also du willst dein Commitment erhöhen, dann musst du in irgendeiner Form innerhalb von 72 Stunden, nachdem du dir was vorgenommen hast, ins Tun kommen. Schaffst du das nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das irgendwann mal machst, auch extrem gering. Das heißt, wenn du da sitzt und zum Beispiel sagst, okay, geil, ich will lernen, wie ich besser präsentieren kann, hast du wenige Tage Zeit, um tatsächlich ins Tun zu kommen. Im Idealfall schaffst du es in 48 Stunden, dir einen Kurs rauszusuchen, den verbindlich zu buchen, dir ein Wochenende zu blocken, es in den Terminkalender einzutragen und dann zu sagen, okay, jo, passt, Haken dahinter. Es gab Leute, die bei mir in meinem Seminar waren und die ein Buch von mir empfohlen bekommen haben und einen Monat später hatten die das Buch einfach schon fertig gelesen. Das ist Commitment. Wieso hat es bei denen besser geklappt? Die haben sich noch am Abend selbst, an dem Tag von dem Seminar, hingesetzt und bei Amazon dieses Buch bestellt. Du siehst also, wenn du tatsächlich schneller ins Tun kommst, setzt du besser um. Dein Commitment geht hoch. Deine eigene Zuverlässigkeit geht hoch, weil wie oft hast du schon mal Menschen kennengelernt, die zwar labern, also die sagen, dass sie irgendwas machen, aber die es dann am Ende nicht tun. Ganz genau. Und du musst dir jetzt überlegen, zu welcher Sorte Mensch du gehören möchtest. Gehörst du zu den Laberbacken oder zu den Umsetzern?